Herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play The Inner World. Ja, wir haben es endlich in die Windkapelle geschafft, haben uns hier soweit auch schon umgeschaut. Wir brauchen aber noch ein Stückchen von dem Lied, damit wir das hier aktivieren können. Dafür müssen wir uns darum kümmern. Das können wir uns ja eigentlich auflösen, zufällig. Das war doch jetzt gerade. Ja, absolut. Wir müssen dafür sorgen, dass die Platte im Innenhof sauber wird. Na, ihr wollt zurück? Wir wissen, wo es lang geht. Das ist nicht der Punkt! Laura, er will nicht, dass wir allein hier herumlaufen. Okay, meine Güte, Steve, damit du dir nicht vollkommen überflüssig vorkommst. Bitte geleite uns hinaus. Sehr gerne. Mir nach. Oh Mann, der Ärmste. Ich bin jetzt komplett am Empfang, natürlich. Das habe ich schon gehört. Vielleicht einfach mit dem Kristallpulver einreiben? Bitte, bitte. Tja, stellt sich die Frage, woran ich mich zuerst schneide. An den winzigen Kristallsplittern oder den rostigen Splittern auf dem Schild? Nein, das mache ich nicht. Ach, Mann. Das war doch jetzt geraten, oder? Und dann irgendwie damit so abrubbeln, hatte ich gedacht. Soll ich den Rost glatt rollen? Was würde das bringen? Kann man den Leuchter abziehen, du weißt schon. Nein, absolut nicht. Es muss irgendwas anderes noch sein. Oh nein. Husten. Ich kann den Teppich mitnehmen. Lauf, 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 lauf. Kusch, kusch. Nee, kann man nicht mitnehmen. Den Teppich nehme ich nicht wieder mit. Verdammt. Verdammt. Entschuldigung, wir... Was? Brauchst du das? Das mache ich nicht. Kristallpulver, das ist kein Mehl, soweit ich weiß. Können wir das vielleicht klettern? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Ich hänge immer noch ganz schön auf der Spur, auf dem Schlauch, ich weiß nicht. So recht ein oder aus. Wir haben immer noch Nektarinsaft. Nein. Hey, Laura. Es gibt, wir können noch ein bisschen mit dir weitersprechen. Ich frage mich, warum diese Leute hier einen Saal um den Windbrunnen gebaut haben. Ja, und warum haben sie alle drumherum gestanden und Musik auf ihren Nasen gemacht? Vielleicht waren sie so eine Art Club der Windanbeter. Ich kenne mich nicht aus mit Clubs. Conroy hat mich mal in einen Fanclub gesteckt, den er für sich selbst gegründet hat. Klingt nach ihm. Okay, und das ist jetzt auch grau? Was hat dein Vater mit der Zeichnung gemeint, die im Empfang hängt? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht wie irgendeine seiner Erfindungen aus. Aber was wollte er uns damit sagen? Wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht dumm rumstehen. Es sollen eindeutig die Röhren darstellen, die da sind. Und ich schätze mal, das sind auch die Symbole da. Wir können auch mal ein bisschen mit Steve Pete sprechen. Da. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ach genau, die beiden Sachen hier noch. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen Gold? Oh ja. Ach Mann, nicht so. Robert, nein. Bitte folgen Sie mir. Ach Mann. Ist auch ein bisschen nervig, finde ich. Dafür, dass man eigentlich nur hin und her gehen möchte. Reden. Dieser Ort hier? Ja, da werden alte Erinnerungen wach, nicht wahr? Was kann der Kegel? Gar nichts mehr. Warum nicht? Weil niemand mehr da ist, der weiß, was er können sollte. Ist das die Familie, die hier gelebt hat? Sie leben noch immer hier. Naja,
Kommt wohl drauf an, wie du das Wort Leben auslegst. Die meisten sind doch schon kaputt. Ich weiß. Am Anfang habe ich noch versucht, sie zu reparieren. Aber es ist seitdem so still hier. Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Aber dann der Teil in der Mitte. Wie war der noch? Ich brauche frische Luft. Ich werde dir in den Mund zukleben. Ich schwöre es. Ja, ja, bestimmt. Seltsames Gebilde. War es das, was Lauras Vater meinte? Das sieht fast aus wie die Skizze im Empfang. Da hat irgendwer etwas eingeritzt, aber man kann es kaum erkennen. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. So, dann kann man hier direkt spielen. Ruhe! Ach, der meckert immer sofort los. Also wir brauchen auf jeden Fall noch den Spiegel oder das Schild in der Mitte. Und dann können wir eben, wenn wir den kompletten Text kennen, den Rest zeigen. Oh Gott, die Pilze geben. Hey, Laura! Nee, auch nichts Neues. Seltsam, das sieht... Sind nur die sechs. Lass mich spielen. Aufhören! Was ist so gemein zu mir? Na gut. Ich glaube, hier kann man wirklich nichts machen. Das könnte Spaß machen. Okay, baden. Warum sollte ich das tun? Da wird eingesaftet. Ach ja. Ja, natürlich folgen dir wir gerne und überall hin. Ich hab mal so, draußen ist jetzt, wir müssen hier irgendwas noch machen. Können wir die vielleicht mitnehmen sogar? Hat der, glaube ich, rumgemeckert. Ich lass sie einfach da hängen. Hier sieht sie klasse aus. Na gut. Wir müssen den Ort mit diesen Ringen suchen. Egal, was Remi Nepo darin versteckt hat, er wollte, dass wir es finden. Ja, deswegen sind wir ja hier, aber es geht irgendwie nicht so wirklich. Ich brauche irgendwas, um den Trick da sauber zu machen. Vielleicht halten wir auch einfach die Nektarindinger ran. So wie wir vorhin das da reingeschüttet haben, das wäre eigentlich zu einfach. Der Schild würde nur noch rostiger werden. Ich weiß einfach momentan nicht weiter. Das wird nicht... Naja, dann... Ich lasse es lieber. Wenn ich sie kaputt mache, ist das wie... Körperverletzung. Arme Asposa. Was sie wohl gedacht haben im letzten Moment. Ach, Mann. Ich weiß nicht weiter. Eine sehr prächtige Tür. Sie führt wahrscheinlich zu einem sehr prächtigen Ort. Alles andere wäre enttäuschend. Ja, so prächtig ist es ja nicht. Ach, nö, ich habe irgendwas vorne noch zu tun. Bestimmt. Wenn wir den Typen auf ein Lied ansprechen, dann rastet er eh wieder nur aus. Wie bringt man Kochkäfer zum Glühen? Man beleidige sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Anfängern wird geraten, härtere Schimpfwörter zu vermeiden. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
Hallo, ihr Kochkäfer. Lass sie, die kühlen sich gerade ab. Ich bin nachher wieder voll aufregend. Ich muss doch hier irgendwas machen können. Ah, wahnsinnig. Da wohnt Piet drin. Den nehme ich nicht mit. Ein Spiegel. Oder wie Steve sagen würde, Piet. Das hat er so schön formuliert. Oh Mann, der ist sich durch. Also alle beide. Ach, vielleicht mit der Puppe einfach nochmal. Haben wir das schon versucht? Wir versuchen es auf jeden Fall nochmal. Ich könnte doch einfach meinen Ärmel nehmen und da... Ach, ich habe gar keinen richtigen Ärmel. Okay, vergesst es. Das könnte spannend. Nein. Irgendwie noch irgendwas kombinieren? Das war doch... Das ging auch noch nicht. Nein. Das wird nie funktionieren. Das... Absolut nicht machbar. Huch, jetzt ist sogar meine Leiste weg. Das wird nicht... Ich glaube. Dam, da, dam, 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 dam. Okay. Naja. Die armen Nektarinen haben gar nichts getan, um das zu verdienen. Wir könnten ja mal Conroy damit verprügeln. Das mache ich nicht. Oder die Pilze. Das wird nicht... Es ist egal, was ich mache. Ich komme nicht vorwärts. Oh Gott. Sowas mag ich ja gar nicht. Laura. Laura, Laura. Hey, Laura. Nee, auch alles schon. Laura? Ja? Kann es sein, dass dieser Steve ein wenig, nun ja... Ein wenig vollkommen durchgeknallt? Denkst du? Robert, bei dem müssen wir vorsichtig sein. Laura, ich würde mich gerne in der Ruine umsehen. Kannst du Steve ablenken? Ich meine Piet. Ach, du weißt schon. Gute Idee, Flötennase. Aber siehst du ihn hier irgendwo? Ach, Mann, oh. Ich weiß jetzt doch auch nicht so recht, wie das hier gehen soll. Das hat sie dann auch so schlecht gemacht. Können Sie uns den haben? Ja, dann. Das überspringen wir nochmal. Und schon stehen wir in dem Innenhof. So. Kannst du uns irgendwas Nützliches dazu erzählen? Ach, tatsächlich. Guck dir das mal an. Wo ist Piet? Na, ich gehe davon aus, dass er während meiner Abwesenheit den Empfang verwaltet. Stimmt. Könnten ja jeden Moment neue Besucher kommen. Könnt ihr Piet nicht herholen? Aber wozu denn? Wir unterhalten uns gerade so nett. Und seine Anwesenheit bedeutet nur, dass es laut wird. Seit wann ist die Tür denn verschlossen? Das war kurz bevor ich hier angefangen habe. Und ihr habt die Tür noch nie geöffnet? Nein, es kam ja noch nie jemand mit dem goldenen Ausweis. War hier überhaupt schon mal jemand? Ja, aber das war vor meiner Zeit. Piet hat erzählt, dass hier früher mal richtig viel los war, als die Familie hier noch gelebt hat. Ach ja. Sieht stabil aus. Ja, nicht wahr? Diese Tür wurde von Sedua, dem Stabilen, erbaut. Genauso wie dieses Fenster da hinten. Da ist doch gar kein Fenster. Da war aber mal eins. Bis es zusammengestürzt ist. Sehr stabil. Ja. Was war das hier früher? Was heißt hier früher? Das ist immer noch der Innenhof zur Windkapelle. Schön hier. Ja, aber schwer zu beheizen. Komm, mach mal den Schilder. Seid rüber, ihr oft hier drinnen? Nein. Wenn ich hier bin, werde ich immer traurig. Warum? Ich weiß es nicht. Hat absolut gar nichts gebracht. Nicht wirklich. Hey, Laura! Kannst du ihn nochmal ablenken? Bitte, versuch noch Marlin abzulenken. Aber der Kerl will immer über Kekse reden. Aber jeder mag doch Kekse.
Aber nur das Essen, nicht drüber reden. Wenn der anfängt, über Kekse zu reden, werde ich aggressiv. Du bist immer aggressiv. Jetzt gerade werde ich aggressiv. Bitte. Na gut. Hallo nochmal. Wir wurden vorhin unterbrochen. Sie hatten eine Frage wegen der Kekse. Eigentlich nicht. Wo war ich noch gleich stehen geblieben? Ach ja, richtig. Also, die Geschichte der Kekse ist eine Geschichte voller... Okay, das war's. Tut mir leid, ich habe alles versucht. Wenn ich nur seine Stimme nicht hören müsste. Ah, Laura. Machen wir so. Nimm das als Ohrstöpsel. Das könnte gegen Steves Gequatsche helfen. Ein Versuch wär's wert. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Hörst du noch was? Was hast du gerade gesagt? Wow, deine Stimme ist wunderschön, wenn du rumbrüllst. Alles klar, du darfst mich voll quatschen. Also, Kekse, nimm das weich. Aha, spannend. Ja, erzähl mir mehr davon. Okay, cool. Wir haben es endlich geschafft, irgendwie die hier abzulenken. Das hat auch ganz schön gedauert. Oh Mann, manchmal ärgere ich mich immer so über mich selbst. Oh Gott, richtig erleichtert gerade. Das kann man irgendwie backen erstmal richtig schön. Und gleich die Nektarinensaft da rein in die Schüssel. Und wie kommen wir da oben überhaupt ran? Können wir das Nudelholz hochschmeißen? So, wir brauchen noch andere Sachen. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Kommt er da mit seiner bloßen Krabbelhand ran? Ich fürchte, die sind alle. Ach so. Alle. Dann reiben wir halt ein bisschen. Naja, dann. Oder packen wir es so rein. Kristallsplitter. Rinder. Kein Ding. Die Puppe gleich hinterher. Das könnte sparen. Oh Gott. Und was noch reiben? Warum sollte ich das? Das wird nicht. Sollen wir das Holz reiben? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzu. Können wir uns das hier auch mal mitnehmen? Das war nur die leere Schatulle, aber. Wer weiß. Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Conroy, man muss etwas Bestimmtes zu ihnen sagen, damit sie so heiß werden. Das hatten wir doch auch schon. Wie soll ich denn Käfer beleidigen? Moment. Was würde Conroy sagen? Du unwürdiger Wurm! Du bist eine Schande für alle Novizen! Das ist der Grund, aus dem dich deine Eltern bei mir abgegeben haben! Das ist der Grund, aus dem dich niemand liebt und jemals lieben wird! Wow, das klappt ja tatsächlich. Aber vielleicht sollte ich was in den Ofen tun. Mhm. Wie kühlt man sie nochmal ab? Ach ja, Komplimente. Hey Leute, toll, dass ihr 6 Beine habt. Ich hab nur 2. Oh, wie geil. Hey, es hat geklappt. Dabei war das noch eine von Conroys netteren Beleidigungen. Oh, herrlich. Können wir schon mal kurbeln? War's das dann? Sind wir dann schon fertig? Ich kann doch nicht backen, wenn ich nicht alle Zutaten dafür habe. Nein, was fehlt denn noch? Sollen wir das da reiben? Ich glaube nicht, dass... Oder ist da noch irgendwie was drin? Damit kann man nichts machen. Was ist denn überhaupt mitgenommen? Das Innere der Schatulle ist ganz genau der Schlüsselform angepasst. Wir können uns einen Schlüsselkeks backen. Ernsthaft? Okay, warum nicht? Aber was können wir noch reiben? Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Irgendwie fehlt schon wieder was, habe ich das Gefühl. Die Schatulle lege ich lieber wieder zurück. Er dreht bestimmt völlig durch, wenn er merkt, dass sie weg ist. Ist ja blöd, aber woher sollen wir die anderen Zutaten kriegen? Das müssen wir alles nochmal machen. Butterkeks. Echt? Die reden hier noch richtig, richtig schön miteinander. Ist so süß. Danke, Laura. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. Jetzt habe ich die Pilze wieder.
ich weiß nicht, wo ich den Rest hinkriegen soll. Ihr wollt zurück? Folgt! Ja, ja, ja. Oh, vielleicht draußen irgendwas. Wir brauchen noch Zeug. Gehen wir mit Steve. Hab. Verdammt. Danke für die Information. Nein, irgendwie nicht so gelaufen, wie es weiter. Wir könnten mal, ich weiß nicht, Struffeline? Ach ja, ja. Ja, die muss auch irgendwas für uns haben. Entschuldigung, wir... Was? Nichts, gar nichts. Ah, jetzt weiß ich, was wir reiben können. Oh Gott, den Rost. Wollen wir versuchen? Machen wir noch. Kriegen wir noch hin. Da können wir damit unseren Saft weiter bekochen dann. Wir können ja damit einen bestimmten Schlüssel herstellen. Das ist kein Problem. Ach, Manu. Ich habe wirklich gedacht, wir backen Kekse. Ich bin darauf gefreut. Na gut. Das hat nicht ganz geklappt. Warum nicht? Ich bin unzufrieden. Was soll das? Es gibt nichts zu reiben. Eine Reibe. Damit kap. Mach das doch mal. Das hat nicht ganz. Ich finde das Gesicht so süß. Okay, na gut, wir hören wieder an der Stelle auf. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann.